Was also Leute, hier ist wieder Draglandis mit Let's Replay Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Ich habe mal gerade eben mein Aufnahmesetup gerichtet. Und jetzt können wir weitermachen. Jetzt steht ein Boss an. Okay, ich weiß nicht, wie ich das schneiden werde, aber ich habe Sasuke eigentlich gerade eben voll in die Parade gequatscht. Ich hoffe, ich werde das so schneiden, dass ich meinen Text da hinten ranklammern kann, ohne dass es zu viel Bild gibt, in denen sich nichts bewegt. So, also ein Boss steht auf jeden Fall an. Okay, den werden wir machen. Dieser Part könnte Überlänge haben. Ich werde wahrscheinlich nicht mit Begrüßungen schneiden, wenn ich den Part in aufsplitte, weil das nächste, das wird viel. Eine Dreiviertelstunde rechne ich. Bis dann. Itachi. Ich tue ja so, als würden wir uns zwischendurch nicht mehr sehen. Aber ihr werdet nach diesem Bosskampf reichlich wenig von mir hören. Wenn überhaupt was. Es wird eine der ganz großen Dialogstellen im Spiel.俺は忙しいんだ。父上にでも教わればいいだろう。だって手裏剣術なら兄さんの方が上だって本物の俺でも分かるよ。兄さんはそうやっていつも俺を厄介者扱いする。サスケ許せサスケまた今度だ。 愚かなる弟よ、この俺を倒したくば恨み憎い。名はウチハサスケ。嫌いなものならたくさんあるが好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが野望はある。 一族の復興とある男を必ず殺すことだ。やっとたどり着いた。 来たか、サスケ。あんたとの因縁、ここで断ち切る。随分と力が入ってるな。あんたをここで葬ることができると思うと、自然と力が湧いてくるんだよ。俺を葬るか。 その前に、あんたに一つ聞いておきたいことがある。今更何が知りたい？あの夜、ウチハ一族を滅ぼしたあの夜、本当に、あれはあんた一人でやったことなのか？なぜ、そう思う？いくらあんたでも、一族すべてを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かが、あの夜いたはずだ。 気づいていたか。誰だ？誰があんたに協力した？ウチハマダラだ。ウチハマダラ。木ノ葉隠れ創設者の一人、俺の相棒であり師であり不滅の男。創設者だと？それならとっくに死んでるはずだ。マダラは生きている。信じる信じないはお前の自由だが。 されごとはやめろ。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし、知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。何が言いたい？マダラが死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだ。お前は
お前のその目は何一つ真実を捉えていない。お前は何も見えていない。確かにマダラについて俺は何も知らない。だがそんな瞳でもしっかりと見えているものが一つだけある。 一体何が見えている？ 今の俺のこの目に見えているもの、イタチ、あんたの死に様だ。 Dann wollen wir genau das hervorrufen, seinen Tod. Nein, noch nicht. Wir werden uns, wir werden uns mit einer Wundersalbe heilen und dann den Kampf so bestreiten, mit vollem Leben. Sollte doch machbar sein. Der nächste Boss. Itachi. Uchiha Itachi. Ach ja. Und doch einer meiner Lieblingsbosse. Schön inszeniert, ihr werdet sehen. Ich hoffe, ich kann etwas machen, was ich in meinem ersten Let's Play nicht gezeigt habe. Ich hoffe, das klappt. Müsste eigentlich gehen. Alles, was ich dafür tun müsste, wäre Shuriken werfen. Und zwar jetzt in der ersten Phase. Und das habe ich, glaube ich, nicht zeigen können, weil ich davon nichts wusste beim ersten Let's Play. Und los geht's! Ich würde mal sagen, es würde doch eigentlich reichen, wenn irgendwie... Oh, Shuriken aufeinander prallen, oder? Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Ich versuch's einfach mal. Ich muss mal gerade gucken. Ah, nein. Entschuldigung, das wird leider ein bisschen brauchen. Dass ich das mal nachgucke. Dann auch erstmal ein Feuerball-Jutsu. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich finde schon verdächtig, dass er so viele Schurken wirft, wenn ich sie werfe. Ne? Vielleicht habe ich da erinnere ich mich auch an was total Falsches. Aber ich meine, das wäre so gewesen. Und wenn ich jetzt dafür ein bisschen Leben verplemper, ist das mir egal, ganz ehrlich. Oder wenn ich dadurch sterbe. So, die Briefbombe musste dann sein. Jetzt haben wir's. Na, komm schon. Wie weit kann man es eigentlich treiben? So, das war auch schon alles gewesen, was ich hier zeigen wollte. Nehmen wir das Rahmen und stürmen auf ihn zu. Und jetzt können wir endlich anfangen zu kloppen. Na, wenn wir es überhaupt noch schaffen. So. Dieses Shuriken-Duell habe ich beim ersten Mal nicht zeigen können. Es war in der Serie drin, es war im Manga drin. Nur, hier habe ich vergessen, es zu zeigen. Und das erweiterte Jutsu. Was Sasuke ab diesem Outfit kann. Ja, dieses Outfit verleiht ihm neue Fähigkeiten. Weil er ein bisschen was dazugelernt hat. Und ich habe wirklich Probleme jetzt. Wenn ich das noch schaffe, Wunder. Das wäre echt ein Wunder. Okay. Dafür habe ich viel zu viel rumgedaddelt mit dem Shuriken und dafür macht er mich jetzt auch viel zu viel fertig. Au! Alter! Jetzt hast du aber Probleme. Tut mir leid, ich versuche dich noch in die nächste Phase zu hauen. Dann klappt es vielleicht noch. Ah, wir sind in der nächsten Phase. これの最後の術になる。キリン。なぜと共に散れ。
Und das, obwohl Sasuke seine Trumpfkarte schon weg hat. So, wir müssen Susanoo ausweichen und an Itachi rankommen. Und wenn wir ihn schlagen, können wir ihm Leben abziehen. Ansonsten wird er von Susanoo beschützt. Und Susanoo greift uns an, aber Itachi selbst ist jetzt ziemlich bewegungsunfähig. Ne? So, jetzt können wir ihn reinschlagen. Und Dreck. Wenn wir es schaffen, bevor wir Susanoo zum Angriff kommen lassen, haben wir ganz gute Karten. So, jetzt verteidigt er Itachi wieder. Und diesen Trümmer müssen wir so ausweichen. Dort, wo die Schatten sind, schlagen sie ein. Ansonsten haben wir gute Karten auszuweichen. So, bei dem starken Schwertschlüngen nach vorne einfach zur Seite ausweichen. Bei denen, die von der Seite kommen, einfach springen. Und Dreck. Dann sind wir nämlich wieder eine kleine Phase weiter. Jetzt hier weg, sonst schlägt mich Susanoo mit seinem Schild. So, jetzt verteidigt er Itachi wieder. Jetzt heißt es erstmal ausweichen. Wieder Geröll. Einfach auf den Schatten achten. Das ist ein horizontaler Schlag. Ne? Kommt noch ein vertikaler? Okay, horizontal. Horizontal. Den müssen wir so ausweichen. Ebenfalls horizontal. So, mal schauen, ob ich zu ihm hinkomme. Das wird ziemlich knapp zur nächsten Attacke, was? Au. Oh. Das hat nicht so gut geklappt. Jetzt. Drei. Also schaffen könnten wir es theoretisch noch. Das kann man gerne machen, bringt aber eigentlich nichts. In der Regel kann man ihn wirklich bloß durch Nahkampf bekämpfen jetzt und Susanoo ausweichen. Mich wundert es, dass er noch keinen vertikalen Schlag gemacht hat. Normalerweise spammt er diese Schläge. Na? Und so zur Seite. Vertikal. Da ist er ja. Vertikal. So. Und jetzt kommen wir zu Itachi hin. Weg. Okay. Das sollte uns eine Gelegenheit geben, ihn weiter zu schlagen. Und das nächste Leben ist weg. Damit haben wir diese Phase auch schon bald geschafft und den Bosskampf fast besiegt, also geschafft. Er ist nicht der Schwerste. Obwohl ich rumgedaddelt habe, schaffe ich es ja noch ganz gut klar zu kommen. Wenn man Susanoos Attackenmuster kennt, ist es ganz klar leicht eigentlich. Ansonsten kann es natürlich ein bisschen dauern, bis man dahinter kommt, wie man diese Rage-Attacken durchschaut. Aber man muss lediglich auf seinen Arm achten, dann weiß man schon, welche Attacke er macht. Zum Beispiel, dass er jetzt auch wieder vertikal macht. Und wir dann zu Itachi stürmen können. Jetzt weg. Ne? Ich gehe doch noch nicht so mit Chakra-Sprint hin. Da versemmle ich es wieder. Ha!
Leider gibt's keinen Geheimfaktor. Für mich. Schade. Hier haben wir ein paar Besonderheiten, nämlich wenn man gegen ihn kämpft. Ich bin hier mal vornehmlich ruhig, damit ihr die Szenerie genießen könnt. Ich liebe die Melodie. Wie wird das Ganze ausgehen? Es ist ziemlich aussichtslos für Sasuke. Er hat nicht mehr Waffen. Und er ist recht kein Chakra. Wir haben keinen Geheimfaktor. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich es geschafft. Oh, Mist, Mann. Tut mir leid. Schade. Nun gut, nehmen wir so hin. Wir haben es hier überhaupt geschafft. Und ich konnte das Shuriken-Ding wenigstens zeigen. Wenigstens etwas. Und jetzt können wir ein paar geile Gespräche genießen. Seid gespannt. Ungefähr eine halbe Stunde wird es dauern. Oder ich mache hier auch Schluss. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Part bei Let's Play Naruto Let's Replay Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Bis dann.